Liebe Leute, es geht weiter in der Karriere bei Mainz 05 nach einem etwas ärgerlichen Spiel. Na, Herr Bell, was sagen Sie dazu? Ich würde ihn ja gerne auf die Bank setzen, aber A, ist es unser Kapitän und B, warte mal, dass das jetzt mal hier fest ist. Außerdem Prosinski. Den werde ich gleich einfach so links hinschmeißen. Aber ich ändere es trotzdem jetzt schon mal hier, damit ich das nicht jedes Spiel machen muss. Dafür kommt. Da komm. So. Einfach weil der Prosinski. Also ich möchte mal wieder eine Chance geben, weil Sessegnon seit zwei, drei Spielen nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Aha. Sieht doch ganz gut aus. Da kommt schon der nächste Grieche nach. Auch wenn das Potenzial noch nicht so gut eingegrenzt ist. Ach was. Oh. Also Marius Ferko ist nächstes Jahr weg beim FC St. Gallen in der Schweiz. Und wir gucken jetzt mal, was uns die Jugendscouts da so ausspucken. Naja, bevor das wieder jemand mobst, nehme ich ihn lieber mal mit. Okay, das ist jetzt in Ordnung gewesen, aber es war jetzt nicht so überragend. So, was machen die Griechen? Spielt da überhaupt noch jemand gut Fußball? 27 am Anfang. Frag mich, wie schlecht der schlechteste Spieler in diesem Spiel ist. Würde mich mal interessieren. Und hier. Meh. Den gucke ich mir mal an. Und ansonsten ist da auch nicht wirklich was dabei. Und wir spielen gegen den HSV. Yay! Ach, und der Levenez-Sonali ist Spieler des Spiels. Mal schauen, ob er es gegen seinen Ex-Ex-Club bestätigen kann. So, wir kommen in Schwarz. Der HSV in den normalen Farben. Dann mache ich das aber so, glaube ich, weil du bist Linksfuß und du bist Rechtsfuß. So. Und Holtmann hat sich verbessert, das ist schön. Haben sich, glaube ich, generell ein paar verbessert, oder? Ah ja, genau. Und tatsächlich mache ich das jetzt so. Moment. Chaplin raus und dafür kommt Kotro. So. Einfach mal ein bisschen die Jungs reminden, dass nicht so gute Leistungen auch mal bestraft werden kann bei uns. Ja, Torres. Nehme ich Torres mit. Ich brauche nicht drei Zentraloffensive. Ich regel das jetzt einfach so. Und weißt du was? So. Hoffentlich bereue ich das nicht. Wow! Levenez-Sounali. Zack. Zack. Spieltag 25. Und mal wieder sei gesagt, dass noch alles in dieser Saison drin ist. Hoffentlich schaffen wir es jetzt, den Klassenerhalt klar zu machen. Haben 39 Punkte. Das heißt, mit einem Unentschieden wäre das Saisonziel erreicht und alles, was danach kommt, ist Bonus. Eieiei. Tja. Hauptsache, wir schießen mehr Tore, als wir kassieren.
Aber klar, Abwehr ist ein Thema, das natürlich besser werden muss in Zukunft. Und ja, dann schauen wir doch mal, wie wir den HSV beschäftigen können. Na, ja. Super Pass von Estunali. Es geht gut los. Oh Gott. Aber er holt ihn sich nicht wieder. Er darf Kostic am Ball bleiben. Was passiert hier gerade? Wow. Nicht gut. Nicht gut. Da ist Kostic. Die Flanke ist auch nicht gut. Hat Balogun sicher. So. Und Kontergegenstoß. Schön den Laufweg kreuzen. Ja, toll. Da habe ich doch extra den Pass gespielt, damit ich den Freistoß krieg. Auch wenn er sich da fallen lässt, dann... Oh, der geht doch nur von hinten rein. Es ist halt ein klares Foul. So. Zweiter Vorteil. Auch der wird nicht für uns gepfiffen. Und, ja. Warum den Ball behalten, wenn man ihn auch abgeben kann? Nein. Oh, ich krieg mal wieder nicht die Spieler, die ich möchte. Stark von Donati. Und wie gesagt, Kontergegenstoß. Diesmal kommt er hoffentlich auch durch. Hopp, da ist Kenan Kotro. Kurze Ecke. Und Martenia kriegt den Fuß noch ausgefahren. Das darf ja nicht wahr sein. Was eine Parade. Krass. Dann muss es eben der Eckball richten. Knapp vorbei. Oh Mann. Donati. Mit dem Kopf nicht zu unterschätzen. Und Danny Lazza. Ist auch nie zu unterschätzen, wenn der mal sein Schüsschen auspackt. Der hat nämlich echt was auf dem Kasten. So. Jetzt brauche ich doch wieder Diallo. Kostic ist halt unfassbar schnell. Oh Gott. Ich glaube, da war der Brosi noch entscheidend dran. So ist es. Deswegen gibt es auch Ecke. Die kann er aber selbst klären. Kotro macht den Ball auch fest und geht ab. Bester Spielzug aller Zeiten. Ich dachte, Kotro läuft den Flügel runter. Das war doch so abgemacht. Oh, ein bisschen verspekuliert. Für den Doppeln hier außen. Bringt nichts. Die Flanke kommt trotzdem rein. Ja, es ist dann halt die Passgenauigkeit. Macht halt dann den Unterschied aus. So, jetzt hat Gini. Aus seiner Lieblingsposition. Schön gemacht. Schiri. Ja, und dann pfeifen. Weißt du, da war doch ein Handspiel. Das habe ich genau gesehen, da war ein Handspiel. Ich spule jetzt aber nicht so gut. Okay, also bis jetzt noch ein ziemlich ödes Spiel. Vielleicht der Rotation geschuldet, dass bei uns noch nicht so viel zusammenläuft. Vielleicht auch der Hamburger Ausrichtung, die dann doch sehr defensiv ist. Ein seltener Fehlpass von Hacini. Bobby Wood ist natürlich der schnellste Spieler in FIFA. So. Kotro setzt sich irgendwie gegen Mavrai durch. Und Jibama, komm. Es läuft ja sonst nichts. Na toll. Und da kommt direkt Postwenden als Gegenangriff zurück. Das war wichtig von Brosi. Das war richtig stark. Und wichtig. Jeez. Ah. Schade. Martenia. Das war doch dieser Rapper, oder? Oh Gott, oh Gott. Rosi, souverän. Ich habe doch hohen Druck und sowas eingestellt, oder? Gucke ich nach dem Angriff nochmal nach. Und da kommt Estunali reingespritzt.
Ja, offensiv und hoher Druck mache ich auch nochmal, aber ich dachte schon. Balogun verliert das Duell. Hätte Bell bestimmt auch getan. Alter. Hamburg hat echt viel Geschwindigkeit. Oh, und wir haben jetzt ganz viel Platz da auf dem Flügel. Und müssen es halt jetzt geschickt spielen. Und machen das. Und in die Mitte legen zu Hacini und wieder zurück. Ach. Schade. Lücke war ein bisschen zu eng. Aber was ist denn mit der Passgenauigkeit los? Das raff ich gerade mal gar nicht. Ganz furchtbar, dieses Spiel. Huch. Dieser Hacini. Setzt sich einfach prinzipiell durch, hat man das Gefühl. Tja, und jetzt muss er sprinten. Und jetzt muss er sprinten. Und das ist nicht gut, weil so viel Sprints sind bei Hacini einfach noch nicht drin. Dafür ist die Ausdauer noch nicht da. Boah, hat er das gut gemacht. Ja, und dann hat auch Kotro einfach keine Anspielstation. Weil unsere Mannschaft heute anscheinend wieder ein Spiel hat, was wirklich Arbeit erfordert. Oh Mann! Oh Mann! Ja, und dann fällt er halt hin und oh, es gibt bestimmt eine gelbe Karte. Obwohl, nee, dafür ist die Animation falsch. Oh, was für ein Gurkenkick bis jetzt. Das ist ja furchtbar. Es klappt hier überhaupt nichts. Ei. Guck mal. Wo ist denn da mal ein bisschen Laufbereitschaft? Was macht Jibama auf dem Flügel? Öztunali. Natürlich nicht. Gib mir doch Fischer, Mann! Das dumme Kackspiel. Och, dieser Hacini. Was der schon drauf hat. Nein! Hat halt einfach noch nicht so das Glück. Ach, ja, komm, es funktioniert halt nicht. Und Donati verliert auch das Kopfballduell, weil er anscheinend irgendwie unfair behandelt wurde von Kostic. Ja, und jetzt müssen wir halt wieder... Ach, durchkommen. Also der Hacini ist der Einzige, der mal so ein bisschen Kreativität vorlebt. Bis jetzt ist das so ausbaufähig, was hier passiert. Kotro ist halt auch überhaupt noch nicht präsent. Aber die gesamte Mannschaft ist gerade... noch nicht da. Und erst recht noch nicht da, wo sie die letzten Spiele war. Hacini. Ja, guck mal. Es ist halt einfach stark, was der kann. Durch. Dani Latza. Ja, und Hamburg macht das halt auch geschickt. Sind immer eng am Gegner. Und dann hast du halt einfach... Genau! Nicht die Möglichkeiten. Jawohl, Diallo. Verliert das Kopfballduell gegen Bobby Wood. Der ja auch einfach eine richtig gute Saison spielt. Spielt er überhaupt noch? Und es gibt Abstoß. Mann. Oh, Glück gehabt. So, komm jetzt. Ja, guck mal, wie allein der Kotro da ist und dann der Pass, da soll der natürlich auch niemals hin. Das denkt sich dann FIFA halt selbst aus in dem Moment. Das war wieder echt knapp. Die machen gerade echt ein bisschen, was sie wollen. Das stört mich. Grätsch mal rein. Zeichen setzen. Natürlich kommt Höre da drüber.
Haben sie den zurückgeholt? Schlimmes Foul von Brosi. Wie kann er nur? Raus auf den Flügel. Sehr schön. Jetzt vielleicht mal mit einer Einzelaktion. Nein, 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 nein. Das holt Papadopoulos souverän wieder raus. Und jetzt kommt Nemanja. Was? Auch immer das ist. Ich denke, ich werde bald wechseln müssen, weil es geht ja wirklich gar nichts. Das hat Balogun jetzt gut gemacht. Jetzt vielleicht mal, wenn der Pass durchkommt. Kenan Kotro sich durchsetzt und die Flanke hochbringt, ist trotzdem halt jemand da und unser Mittelfeld ist so weit vorne. Das war höchste Eisenbahn. Tja. Und dann ist Kotro wieder auf sich allein gestellt da vorne. Und auch Fischer hilft jetzt niemand. Boah, ist das zäh. Aber jetzt mal schön durchkombiniert. Und abseits. Okay. Jetzt habt ihr es nicht anders verdient. Östunali geht leider auch gar nicht heute. Weiß nicht, was los ist. Ich glaube, ich tausche mal wieder Latze auf seine alte Position. Vielleicht ist das so ein Knackpunkt. Ich weiß es nicht, inwiefern da so ein Wechsel, so ein kleines Wechselchen schon Probleme bereiten kann. Kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Aber das sieht doch schon mal jetzt ein bisschen offensiver aus. Exposito! Immerhin mal eine hundertprozentige. Der muss natürlich reingehen, der Schuss. Das ist ja natürlich ganz klar. Huch. Ah! Torres hupft einfach mal rein. Hätte ja klappen können. So. Donati hilft. Und Fischer ist schön frei. Kommt nicht zum Kopfball. Jetzt wird es ein bisschen chaotisch in der Mitte. Und jetzt ist der Ball weg. Und Hamburg darf kontern. Wieso dürfen die denn jetzt kontern? Oh. Oh Mann. Und Diallo zieht mal wieder das Foul. Und ich laufe jetzt nicht mit Stefan Bell nach hinten. Vor allem, weil er gar nicht auf dem Platz ist. Ja. Oh mein Gott. Ah ja. Freunde, so kann das nichts werden. Das kann so nichts werden. Das... Ach, Brosinski macht es halt auch nicht besser als der Senior. Ich glaube, die ganze Mannschaft ist gerade in einem kleinen Formtief. Aus dem wir hoffentlich schnell wieder rauskommen. Auch das jetzt, das war unter aller Sau der Pass. Ja, also es ist ja schon allen klar, was gleich passieren wird. Was heißt gleich? Relativ bald. Genau, Embolo tankt sich unverhofft durch. Und haut ihn rein. Das war ganz klar, dass wir jetzt gleich ein Tor schießen. Hat man mega kommen sehen. Das war... ja. Ganz eindeutig. Und Embolo sagt... Ey Trainer, du Pflaume. Hör mal auf, mich auf die Bank zu setzen. Ist okay, Preel, Donald, ich hab's verstanden. Und er hat jetzt sogar Kenan Kotro, glaube ich, eingeholt. Und hat sich bei irgendwas wehgetan. Das habe ich verpasst. Das war ein Foul von Bobby Wood. Ja, und Hamburg hat jetzt natürlich ein bisschen Druck. Was für ein Pass von Esposito. Hat
bis jetzt seine Verpflichtung noch nicht wirklich gerechtfertigt, um das mal so hart zu sagen. Der hält ihn halt fest, gell? Easy. So. Lass dir noch mehr Zeit, das ist super. Oh, Fischer bricht schön durch auf der Seite. Na komm, komm, komm. Ab in die Lange damit. Jawollo. So, und das dürfte es doch jetzt gewesen sein. Das hat lange nicht mehr geklappt. Hat das überhaupt schon mal geklappt mit Fischer? Also der hat schon mal getroffen. Aber das ist A, so lange her, dass ich nicht mehr weiß, wie das Tor aussah. Und B, hat er jetzt auch generell noch nicht so oft getroffen, glaube ich. Bam. Ja. Da hat Materia keine Chance. Nein, ich wollte wissen, dass wie viel Tor es war. Okay. Naja, ist ja auch egal. Es war noch nicht das letzte von ihm für Mainz 05. In diesem Spiel, Fragezeichen. Jetzt müssen wir erstmal aufpassen, dass wir selbst kein Gegentor kriegen. Holla, die Waldfee. Wer bist du denn? War das Shiplock, hm? Spielt er immer noch beim HSV? Also, spielt in Anführungszeichen. So, wohin haue ich jetzt das Ding? Da auf der Seite sieht es ganz gut aus. Ja, okay. Das hat besser geklappt, als ich dachte. Ja, lauf doch, Prosi! Weißt du, kündigt den Laufweg an und zieht es nicht durch, im Gegensatz zu Fischer, der jetzt anscheinend Blut geleckt hat. So, jetzt geht Prosi den Weg da. Und ganz unten ist wieder Ferran Torres mit einem hervorragenden Stellungsspiel. Das passiert ständig anscheinend. Und ja, man musste gar nicht da hinterherlaufen. Es gibt nämlich einen Wurf für Hamburg. Oh. Und sehe ich da schon klaffende Lücken in der Hamburger Defensive? Aber das ist ja ganz klar. Die liegen ja auch hinten. So, das heißt, wenn wir jetzt den Ball erobern und schnell umschalten können. Können wir aber nicht, denn Shiplock trifft, weil Shiplock ist der Superstürmer. Mhm. Tja, Balogun macht jetzt auch nicht so ein geiles Spiel, um ehrlich zu sein. Also spielt relativ schlecht sogar. Und wir müssen halt jetzt hoffen, dass wir das dabei belassen können. Das heißt jetzt einfach keine riskanten Pässe mehr spielen. Einfach den Ball ein bisschen hin und her schieben. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Oh, Jean-Philippe. Toll. Geiler Laufweg, aber dann hau ihn um. Selbst das klappt nicht. Oh, Papadopoulos ist ganz mit... Oh, mein Hals. Alter. Was war das denn? Alter, okay. Was? Oh mein Gott. Das war ja wohl so mit das Glücklichste. Oh. Oh mein Gott. Ja, also, ohne Scheiß, das wäre verdient gewesen, wenn wir dafür noch den Ausgleich kriegen. Um Gottes Willen. Ja, der da darf schon reingehen von Kenan Kotro und dann sieht das ganze Spiel anders aus. Kein Tor. Fischer.
glaube, der wäre tatsächlich reingegangen. Also, nach dem Pfosten, meine ich natürlich. Hat zwar die Nummer 9 auf dem Rücken, aber zum Glück ist Papadopoulos kein Stürmer. Und der wäre reingegangen, ja. Krass. Puh. Also das war ein Schock. Holy moly. Okay. Darauf brauche ich jetzt erstmal eine Pause. Und wir sehen uns zum nächsten Spiel wieder. Bis dann.